Es wirkte schon etwas kurios. Mit Steven Koch aus Thüringen hatten die Kreistagsabgeordneten gerade erst nach monatelanger Hängepartie die vakante Stelle des ersten Beigeordneten und Vizelandrats in Potsdam-Mittelmark neu besetzt. Prompt kam der Landrat im Rahmen einer Hauptsatzungsänderung mit den Posten Nummer 2 und 3 um die Ecke. Nur für den Fall der Fälle und nicht sofort, versicherte Marco Köhler, und doch zweifelten vor allem FDP und Linke den plötzlichen Bedarf für 2 weitere Beigeordnetenposten an. Unterstützung für die Pläne des Landrats gab es hingegen aus den Reihen der CDU und SPD. Für die Vergangenheit kann man sagen, buchstäblich mit Blick auf die Schweinepest Schwein gehabt, ja? Dass die Krisen hintereinander und nicht zugleich kamen, sondern dass erst die Waldbrände waren, dann Corona, dann die Schweinepest. Wenn alles auf einmal gekommen wäre oder nur 2 auf einmal, würde ich mir jetzt kein Urteil erlauben wollen, wo der Landkreis heute stände. Und wenn ich dann einen Blick in die Zukunft werfe, dann muss ich sagen, dass wir aktuell und auch in den nächsten Jahren Projekte vor uns haben, die die Vergangenheit weit übertreffen und auch nicht marginal sind. Wir brauchen eine konzentrierte politische Führung, die zum einen nah an den Mitarbeitern dran ist und ebenso nah am Kreistag. Das zeichnet nämlich eine politische Führung aus. Und das, was wir sicherlich nicht brauchen in Zukunft, ist einen ersten Beigeordneten mit Bauchladen, der sich um schlichtweg alles kümmern muss. Die Satzungsänderung ist die Grundlage für die Strukturänderung. Andersrum kann es auch mal mit Verlaub gewaltig in die Hose gehen. Der Vorredner von der CDU hat sehr deutlich gesagt, dass die Einsparungen marginal sind. Und deswegen bin ich dafür, dass wir auf jeden Fall uns eine ausreichende Anzahl von Beigeordneten für den Landkreis hinstellen, um wirklich vernünftig arbeiten zu können und nicht dann wieder die Erlebnisse zu haben, der Beigeordnete kann nicht, ein anderer kommt nicht, der Fachpreisleiter ist krank. Das haben wir im Klimaschutz und anderen Ausschüssen immer wieder erlebt. Und das ist einfach nicht zielführend. Wir haben bei uns im Land, glaube ich, 6, nicht glaube ich, weiß ich, 6 Landkreise, die haben 3 Beigeordnete. Das sind Landkreise, denen fällt es eigentlich schwer, gut dazustehen. Dazu gehört zum Beispiel die Uckermark, dazu gehört Märkisch Oderland, dazu gehören auch Landkreise wie Havelland, LDS, wo man sagt, ja, na gut, LDS nehme ich mal raus, die aber strukturpolitisch wirklich nicht so gut dastehen wie wir. Und trotzdem sage ich mal, wenn sich die Bilanzen dieser Kreise angucken, stehen die super da. Sie haben auch ein hohes Ansehen in diesem Land. Und ja, man muss nicht in jedem Gremium sitzen. Aber wenn man Leute hat, die man im Lande kennt als Beigeordnete, ist das wiederum auch nicht falsch. Wenn nämlich jemand im Ministerium ist und sagt, ich brauche Fördermittel da und dafür und man kennt den und man weiß, der lässt sich gleich locker, kann das sogar von großem Vorteil sein. Und insofern hat ein politisches Gewicht in Form von Beigeordneten, die auch dem Kreistag Rede und Antwort stehen müssen, schon was für sich. Wir hatten mal ganz viele Beigeordnete, die waren damals politisch besetzt. Da gab es Koalitionen hier im Kreistag, CDU, SPD, FDP war auch dabei. Und jede Fraktion, die irgendwo an der Koalition beteiligt war, bekam ihren persönlichen Beigeordneten. Das führte zu erheblichen Reibungsverlusten innerhalb der Verwaltung. Die Beigeordneten waren zu großen Teilen miteinander beschäftigt. Und wir als Fraktion hatten dann jeweils die eigenen Beigeordneten dabei, die dann ihr Leid klagten, was alles nicht funktionierte, welche Schwierigkeiten auftraten und dass dort der entsprechende Mehreffekt dann da gewesen wäre, den man sich hier wünscht, das war absolut nicht festzustellen. Und wenn es heißt, wir sollen heute nur die Satzung ändern, gewählt wird ja später. Und das sei keine Entscheidung. Natürlich ist das eine Entscheidung heute, die hier fallen soll. Wer heute die Satzung ändert auf 3 Beigeordnete, der will auch 3 Beigeordnete. Ich bin schon der Auffassung, dass wir erst eine Struktur haben wollen, dass klar sein müsste, was dort sein soll. Und dann können wir darüber nachdenken, welche Stelle, welcher Teil der Struktur wie geführt werden soll. Ob es dafür einen Beigeordneten braucht oder nicht, sehen wir auch dann, wenn die Struktur steht. Und dass andere viel mehr Beigeordnete haben als wir, ist ja nun überhaupt kein Argument. Wenn wir der stärkste und erfolgreichste Landkreis sind, wie es der Landrat sagt, dann sind wir das seit vielen Jahren mit einem Landrat und einem Beigeordneten. Ich glaube nicht, dass wir stärker und erfolgreicher werden, wenn die Anzahl der Beigeordneten größer wird. Wir als Fraktion würden uns wünschen, dass der Landrat mit einer klaren Struktur kommt, wir darüber sprechen können, was werden soll, dann zuordnen können, von welchem Beigeordneten, ob wie viele Beigeordneten nötig werden. Und dann können wir über Satzungsänderungen reden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Zeit dafür nicht reif. Aus unserer Sicht ist es erst einmal notwendig. Herzlichen Glückwunsch. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt einen ersten Beigeordneten endlich haben. Dass hier geguckt wird, wie soll die Struktur aussehen. Und dann, wenn ich weiß, wofür brauche ich denn eventuell einen zweiten oder auch einen dritten Beigeordneten, dann nochmal zu sagen, naja, dafür, für die Aufgaben, die jetzt sind, meinetwegen MOVE, ich könnte mir auch vorstellen, Krankenhaus und Rettungsdienst.
Da werden wir mit Sicherheit zu kriegen, wenn gesagt wird, also die ganz konkreten Aufgaben sollen dargelegt werden. So wie es aber im Moment ist, können wir dem nicht zustimmen. Mit einer Art Jein versuchten es die Freien Wähler. Dort wird die Notwendigkeit für weitere Beigeordnete zwar nicht ausgeschlossen, plädiert wird aber für ein vorsichtiges Herantasten. Der Landkreis hat mehr Aufgaben in den letzten Jahren bekommen, völlig klar. Und wir haben gesehen, dass die Struktur, die obere Struktur, im Endeffekt ziemlich dünn besetzt ist. Aber das heißt nicht, dass man jetzt sagen muss, okay, wir müssen jetzt die oberste Struktur weiter ausdehnen, weil ich denke mal hier mehr oder weniger doch politische Interessen von den einzelnen Fraktionen hier in den Vordergrund geschoben werden. Sondern wir wollen eine effektive Verwaltung haben, die natürlich eine Führungsspitze hat, aber wir wollen natürlich auch Mitarbeiter haben, die im Endeffekt die Aufgaben erledigen, die es zu erledigen gibt. Wo ist das Problem, dass man sagt, zum Beispiel in der neuen Wahlperiode, wenn dann der neue Kreistag gewählt wurde, ändern wir nochmal die Hauptsatzung, indem man sagt, okay, ja, es hat sich erwiesen, dass vielleicht noch ein zusätzlicher Beigeordneter notwendig ist. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt, und ich denke mal, das wäre ein vernünftiger Kompromiss, dass man einem weiteren Beigeordneten zustimmt. Damit könnte man im Endeffekt dann auch eine gewisse Stabilität reinbringen. Eine Mehrheit erhält dieser Änderungsvorschlag am Ende nicht. Im Gegenteil, mit 30 Ja-Stimmen fällt die Zustimmung deutlicher aus, als es die kontroverse Debatte zuvor erahnen ließ. Entsprechend groß ist die Erleichterung bei Landrat Marco Köhler, der zugleich bei der möglichen Neubesetzung größtmögliche Transparenz verspricht. Ich sage Ihnen auch hier ganz deutlich zu, auch diesen weiteren Vorgang, dass wir dann auch zu einer guten Auswahl, zu einer guten Besetzung mit einer guten Struktur gemeinsam vorbereiten, werde ich dann mit Ihnen gemeinsam und unter Einbeziehung der Fraktionen vorlegen, erarbeiten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dann bis zum Ende des Jahres auch die Gesamtheit dessen zu einem guten Ergebnis geführt haben. Vielen herzlichen Dank. Das klingt nicht so, als ob Landrat Marco Köhler und sein frischgebackener Vize allzu lange zu zweit an der Verwaltungsspitze bleiben.